Jetzt müsste eigentlich ja das wieder mehr oder weniger stimmen. Ja, sieht vernünftig aus. Sound, warum fällst du aus? Böser Sound. Gucken wir mal, ob es nur im Video lag. Tada! Heute möchte ich tatsächlich einfach ein steinaltes Bild. Keine Ahnung, das ist schon 2012, 13 rum. Und ich mag immer noch die Idee, das Bild selber in seinen Details ist überarbeitungswürdig. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Pilze. Mein aktueller Desktop-Hintergrund. Er wechselt sowieso alle paar Minütchen durch. Because why not? Auch noch einen. Danke. Fürs Erste habe ich keinen Wurm, aber maybe unter Umständen kommt sie später noch dazu. Keinerlei Versprechung an dieser Stelle. Sollte ich aber also heute mal etwas weniger plauderig sein als sonst, gebe ich der Abwesenheit meines Wurms die Schuld. Es ist durchaus schwieriger, die ganze Zeit weiter mit euch zu reden, wenn man nicht jemand anderen zur Hand hat dafür. Hallo, hallo Cuba, hallo Mike, beziehungsweise ich bleib beim Hufflepuff-Term. Und hallo Antaffes. Ich bleibe also bei der Grundidee mit einer Person, die in einer verwucherten Bibliothek steht. Aber ich werde wohl einige Details ändern. Lurk-Modus activate. Ich sehe schon. Der Chat ist gerettet. Ihr habt einen Wurm. Sie ist kein sehr guter Lurker. Sie ist mehr so ein, ich stehe hier auch rum. PS, das würde heute die ganze Zeit passieren. Sobald ich keinen Mitreder habe, fange ich an zu summen. Sollten euch die Ohren bluten, ist das eure eigene Schuld. Ich für meinen Teil finde es witzig, mitzusummen. Nicht, dass euch die Ohren bluten, das tut mir vielleicht trotzdem leid. Nee. Komisches Gesicht.
nicht ganz sicher, was ich damals bezweckt habe bei diesem Bild. Fällt dabei aber auf, wie lange ich keine solche simple Ponys mehr gemalt habe. Ich bleib dir bei den verlängerten Haaren. Steht dir besser. Kann ich einfach noch ein bisschen hübscher diesen Fluss machen. Ui, Fluss. Ich habe übrigens angefangen, mal einen neuen Anime zu sehen. Und nein, ich rede jetzt nicht mehr vom Shoujo Ore, PS, seltsamster, großartigster Anime überhaupt, den ich mit dem Boom ab und zu gucke. Sondern That Time I Got Reincarnated as a Slime. Sehr, sehr putzig. Das ist echt einer dieser wenigen Animes, obwohl er sehr viele Tropes bedient, ist der einfach nur so lieb und süß. Okay, ich habe nicht festgesetzt, wie lange ihr Oberteil ist. Ich glaube, es ist kein so langes Oberteil. Jetzt nicht perfekter Realismus. Passt das gerade einfach nur meinen Stil an, wie er mittlerweile von selber so funktioniert. Anatomie muss man erst verstehen, sonst kriegt man das so null hin. Toodaloo, Cuba. Ach ja, genau. Ich muss ja auffordern. Liked meine Dinge.
kommentiert Dinge und guckt euch Patreon an, weil ich mag Geld. Das mögen zugegebenermaßen viele Leute. Ich verstehe auch, wenn ihr euer Geld mögt. Aber ich habe auch auf Patreon teilweise die Nachrichten, wann ich streame etc. Die kriegt ihr dort auch ganz normal gratis und früher oder später auch alles, was ich sonst so hochlade. Nur der sparklige Live-Chat, den ich jetzt gerade mal nicht benutze, da ich in Ermangelung des Wurms heute darauf keine Lust habe, einfach nur da online zu sein, um meine Bandweite weiter runterfressen zu lassen. Aber generell gesprochen und so. Wir halten fest. Früher. Heute. Früher. Heute. Ich arbeite dran. Go, 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 Wurm. Ich weiß ja, woran du sitzt, deswegen feuer ich dich da auch vom vollen Herzen an. Ich meine, ich kann ein paar Stunden auf dich verzichten für das, was du jetzt tust. Das ist wichtig. Ich habe Blumen reingepackt. Okay, dann packe ich auch hier Blumen rein. Ich glaube, ich versuche was in Richtung Klatschmohn. Bumsart, ich informiere die Staatsanwalt. Warte. Ich informiere die Staatsanwalt. Ja, das hat er so geschrieben. Okay. Ich glaube, dann hat der Wurm noch Chancen, davon zu kommen. Ich freue mich auch wahnsinnig. Heute war der erste Tag seit sehr langem bei uns in Aachen, dass so richtig schön Sonnenschein und warmes Wetter war. Also so richtig, richtig schön. Das habe ich, glaube ich, auch sehr gebraucht. Jedenfalls meine Batterien und Level an vornehmlichen Wärmegebrauch und Sonne waren definitiv auffüllbar. Das sieht doch ganz okay aus.
Ich habe tatsächlich damals dieses Bild nicht geinkt, also mache ich das jetzt auch nicht. Gucken wir mal, wie nah ich an dieser Farbe hinterher tatsächlich bleibe. Das ist jetzt nicht 1:1, dass es so sein muss. Aber für den ersten Ansatz lasse ich das erstmal so. Das glaubt mir jetzt natürlich keiner, aber hey, ich sehe gerade, dass der Leck gar nicht mal so krass ist wie sonst. Noch. Betonung auf noch. Aber ich nehme, was ich kriegen kann. Verdammt, mein Kaffee ist jetzt bereits alle. Wie habe ich denn das hingekriegt? Furchtbar, wie diese Verdunstung manchmal funktioniert. Je nachdem, wie lange ich heute mache, kann es sein, dass ich zwischendurch auch stoppe und dann zum anderen Bild wechsle. Das hängt aber auch so ein bisschen von meiner Laune ab. Ja, dieses Türkis werde ich nicht nutzen.
Lass uns mal Witze googeln und gegenseitig schreiben, um Bewegungen in den Chat zu kriegen. Oh Gott, ich ahne Fischwitze. Der Wurm und ich hatten mal eine sehr unterhaltsame Szene in DSA, in der meine sehr fexgefällige Scharlatanin versuchte, die Stimmung wohlgemerkt innerhalb dem Versuch einer namenlosen Bar auszuspionieren, versuchte aufzulockern, damit wir da nicht komplett vor Angst krepieren. Und dann haben die Torwalerin und sie angefangen, sich gegenseitig Fischwitze zu erzählen. Ich sage nicht, dass es eine gute Idee war, es hat aber überraschenderweise ein bisschen funktioniert. Die Macht von Fex. Sehr, sehr ernste Situationen nicht immer so ernst nehmen. Es war eine sehr witzige Szene, finde ich. Ich fange an. Also Cuba fängt an, nicht ich. Ich lese hier nur vor. Mein Zahnarzt sagt zu mir, ich kann zwar nicht quadrieren, aber Wurzeln ziehen. Ah! Spür den Schmerz, ich spüre ihn. Anzeigen, Anzeigen, Anzeigen. Treffen sich ein Thunfisch und ein Walfisch. Fragt der Walfisch, was soll ich Thunfisch? Antwortet der Thunfisch, du hast die Walfisch. Ah, ja. Zahnärzte sind ja auch fies. Meine Mutter hat auch eine unglaubliche Angst vor Zahnärzten, muss gerade wieder zum Zahnarzt, die Arme. Zahnärzte sind ja bekanntlich das Böse. Oder sowas in der Art. Fürs Erste kann ich das so lassen. Hat jemand ein Problem mit rassistischen, klischeehaften, sexistischen, schwarzen Humor? Ja, nein. Also, klischeehaft geht noch, aber rassistisch und sexistisch bin ich tatsächlich nicht ein Freund von. Also sucht euch lieber irgendetwas, was lieber zu niedlich ist als zu
Schwarz darf es sein, aber ich finde halt irgendwie die meisten Witze, die auf Kosten bestimmter Dinge, die man sich selbst nicht ändern kann, schwierig. Muss nicht schlimm sein, kann aber häufig. Hey, was machen Sie denn da? Angeln im Rhein ist hier verboten. Und überhaupt würden Sie hier keine Fische finden. Bei den Chemikalien, die hier drin sind? Ich angel auch nicht, ich entwickle meine Fotos. Nee. Das ist zum Beispiel noch schwarz, aber nicht im geringsten sexistisch oder klischeehaft oder rassistisch. Aber dass der Wurm meinen Humor trifft, ist, glaube ich, auch keine Neuigkeit. Ich meine, für irgendwas muss ich sie ja im Freundeskreis haben. Sie dürfen im Garten keine Angehörigen bestatten. Das ist kein Angehöriger. Der ist wiederum nice. Das ist die Art von Schwärze, die ich vollkommen legitim finde. Hola. Falls man sich fragt, was es wird, ich zeichne ein Bild neu, das ich vor langer, langer Zeit gezeichnet habe. Damals mit marginal schlechterer Anatomie. Marginal. Es wird also neu aufgesetzt. Vorher, nachher, vorher, nachher. Fangen ja auch gerade erst an. Ich glaube, den grünen Schal lasse ich eventuell ganz weg. Ich ersetze ihn später mit einer anderen Farbe. Genau, was ich eigentlich machen wollte. Nicht der Plan. Das ist der Plan. Hallo Stein. Sowas wie Zitat: Warum darf die Dame sich frei auf dem Schachbrett bewegen? Weil es dem Küchenboden ähnelt, wäre nicht Food. Nee, ist nicht meine Art von Humor. Also es heißt nicht, dass ihr da nicht sowas hier posten dürft, aber ich werde es jedes Mal so reagieren mit Ich meine. Wurm braucht sein Gehirn. Warte, du hast dein Gehirn wiedergefunden? Wann? Wo? Yep, das sind, glaube ich, Farben, mit denen ich gut arbeiten kann. Auch diese ganzen hol mir ein Sandwich-Witze, die regen mich richtig auf. Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte, dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe. Das geht wiederum voll klar. Ah, im Einmachglas waren die.
Sei ehrlich, du hattest Hunger und hast sie beim Suchen gefunden. Ja. Die Dame ist die mächtigste Figur. Ja, aber darum geht es in diesem Witz ja nicht. Irgendwas haben die Inder und Araber damals richtig erkannt. Man sollte ja auch nicht vergessen, historisch gesehen waren Frauen zwar nicht in diesem großen Spektrum relevant, aber viele Leute haben gerade in der Antike vor den Ehefrauen sehr, sehr viel Respekt zollen müssen. Nicht, weil die Frau das letzte Wort in aller Hinsicht hatte, aber die Frau hatte, je nachdem wo und wann, sehr, sehr viel Mitspracherecht, wenn es darum ging, wer in eine Familie zum Beispiel einheiraten kann. Und ich meine, auch so Sachen wie, wenn man irgendwo zum ersten Mal zu Besuch ist, dann muss man sich mit der Hausherrin gutstellen. Nicht, weil sie der große Kriegsherr ist, sondern weil das ihr Haus ist. Es gibt also durchaus mehr Feingefühl in Sachen, was früher Frauen anging oder nicht, als man von heute blind annehmen würde. Was natürlich nicht heißt, dass die Royal Bride oder sowas ein normales, historisch vorkommendes Ding war, aber es gibt da schon deutlich mehr Unterschiede. Stell dir vor, meine Schwiegermutter hat endlich Idealgewicht. Und wie schwer ist sie jetzt? 3,2 Kilo, inklusive ohne. Das ist wiederum noch drin. Tote Menschen gehen klar. Außer diesem einen Make-Me-A-Sandwich-Comic, bei dem der Auftragsteller zum Sandwich wird. Selbst den finde ich irgendwie komisch. Aber ja, ist ein bisschen witziger als der Standardwitz in diesem Bereich. Aber ich finde auch Witze, bei denen Leute zu essen werden, immer etwas gruselig. Ich finde auch die Idee von Soylent Green und dergleichen echt immer noch sehr gänsehauterregend. Egal wie häufig man es als Witz hört. Soylent Green ist Menschenfleisch. Spoilers, ich weiß. Ich merke hier gerade beim Zeichnen, hey, es ist ein sneaky Valentinstagsbild, also wenn man die leichte Herzform der Blätter anerkennt. Ha. Witze gegen Nazis sind gut? Jemand hat sich entschieden, ein Nazi zu werden, ab da hat er jeglichen humoristischen Respekt bei mir verloren. Weil Nazi sein kann man sich aussuchen. Ich kann mir nicht aussuchen, ob ich eine Frau bin. Ich glaube, hier gilt so ähnliche Regeln wie beim Lappen. Über alles, was man sich mir beim Lappen aussuchen darf, darf man sich auch witzig machen. Was? Du bist ein Elfe? Hahaha, das ist dumm. Oder Alchemist, Krieger, was auch immer. Ich kann nur empfehlen, in Köln die kleine Kirche St. Pantheon zu besuchen. Pantheon? Ja, Pantheon. Die ist viel interessanter als der Dom. Danke für den Blankocheck. Ja, genau. Eine alte Dame sitzt mit einem Neonazi zusammen im Wartezimmer. Lange mustert sie ihn von oben bis unten, schaut immer wieder auf die Glatze und anschließend auf die Springerstiefel. Nach einer Weile spricht sie ihn an. Ach, sie Armer! Erst die Chemo und dann auch noch orthopädische Schuhe! Nö.
Moment, den muss ich kurz anzeigen. Mein Chat möchte euch davon abhalten, Dinge, die ihr im Internet gefunden habt, zu kopieren, aber ich erlaube es euch. Dort ist ein Grab von Theophanu, die als Kaiserin und Regentin, die von 1885 bis 1991 das Deutsche Reich regiert hat. Und vor allem als Imperatrix anerkannt war. Hahaha. Wie stellen sich die Nazis die arische Rasse vor? Sie müssen genauso schlank sein wie Göring, blond wie Hitler und genauso groß wie Goebbels. Tja, es wird schwierig. Ich sehe, dass der Chat was gepostet hat. Ich muss noch zeichnen. Bin sofort wieder für den Blödsinn da. Der war Bombe! Was? Hat er gestanden bei einem nächsten Kölner Besuch dahingehend. Ah ja. Und genauso einen Klumpfuß habe in wie Goebbels. Das ist nur wirklich schwieriger. Ich meine, das muss man hinkriegen. Der war Bombe! Dass du. Ich lese gerade kurz den Chat kurz durch und dann lese ich das Wichtigste wieder vor. Witze nämlich. Was muss man erwähnen, ein gesellschaftlicher Abstieg für Theophanu war? Bei den Barbaren. Nach seinen eigenen Rassengesetzen hätte er sterilisiert werden müssen. Was die psychologische Gesundheitslage dieser Charaktere nicht weiter befestigt. Theophanu war eine byzantinische Prinzessin, die mit Otto II. Verheiratet war. Hm. Dinge, die ich später wahrscheinlich in einem Wikipedia-Artikel nachschlage. Falls ihr euch gerade fragt, was ich tue, ich mache gerade extra nochmal so einen Hintergrundschattenlayer. Mal ich zwar erst über die Blätter drüber, er kommt aber hinterher nach unten. Es geht eher darum, dass ich noch ein paar Blätter habe, die eben nicht so im Fokus stehen. Und sich nach Möglichkeiten klar unterscheiden, was die Dunkelheit angeht. Ups, das macht keinen Sinn. Das macht mehr Sinn. Runter mit euch. So, schon viel bunter. Speichern, weil Speichern immer gut ist. Der sichere Hintern verlangt. Die Textüberprüfung wird angezeigt. Ja, und puh.
in Purpur geboren. Beim jüngsten Gericht müssten Stalin, Churchill, Hitler durch einen Sumpf warten. Je mehr einer gelogen hat, desto mehr wird er einsinken. Churchill sinkt bis zum Knie ein. Ich springe weiter zu Cuba. Stalin bis zum Bauchnabel. Da kommt Hitler. Er sinkt gar nicht ein. Adolf, wie machst du das? Ich stehe auf Goebbels. Klug. Nicht gut, aber klug. Rodronia, brauchst du nicht, habe ich auch gerade schon. Stimmt soweit alles bisher. Und daran habe ich nicht gezweifelt, aber so ein Beitrag könnte einen weiteren Kontext erläutern, etc. Also ich schlage Sachen nach, nicht weil ich es bestätigen will, sondern weil es mich interessiert und ich Details, die ich bisher nicht im Kontext kenne, dann kennen möchte. Aus byzantinischer Sicht waren die Ottonen nicht wirklich relevant. Kann vorkommen. Lügen haben kurze Beine, sagt der humpelnde Josef Goebbels. Ah! Ja! Ja, der war wiederum witzig. Nicht gut, nur sehr witzig. Nein, ich will das hier machen. Ah, größere Einstellung, Mann. Nein, das hat schon wieder das Weiß mitgenommen dabei. Ich depp. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Alles gut. Ich meine, das kann man auch missverstehen, wenn ich sage, das müsste ich nachschlagen. Ist das weniger ein, oh, das kann aber so nicht stimmen, sondern meistens sage ich mir nur, ich sollte das mal nachschlagen. Halt. Du, di, du, di, du. Linguistisches Level ohne Wurm stark beeinträchtigt, Leute. Der Wurm soll sich heute ein wenig Mühe geben. Die will sich wieder für ein paar tolle Dinge bewerben und das ist wichtig. Deswegen werde ich sie nicht nerven, dass sie unbedingt hier hin muss. Denn sie hat tolle Dinge vor. Oh, Menno, ich will kein Weiß. Es frisst mir gerade die ganze Zeit die Hintergrundfarbe. Ich fürchte, ich muss endlich mal meine Tastatur austauschen. Die Shortcuts gehen einfach nicht mehr klar. Dinge, die ich von Crazy Patreon Money kaufe. Tastatur. Ach ja. Kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt. Sie hätten früher kommen sollen. Flachwitz, wie nennt man einen russischen Baum, Dimitri? Ich warte auf die Fortsetzung. Währenddessen Wurm. Kommt ein Skelett in die Kneipe. Ein Bier und ein Lappen, bitte. Da hat das zu Ende gedacht.
Satzzeichen retten Leben. Ja, ich habe die Pointe versaut. Wir essen jetzt Opa. Wir essen jetzt Opa. Satzzeichen können Leben retten. Nun auch mit Beispiel. Danke, Wurm. Antafes, ja. Ich sehe, Wurm und ich hatten die gleiche Idee. Ja, und ich nicht, denn ich bin gerade zu stumpf für sowas, Leute. Also wirklich. Warte bloß nicht, dass ich so weit denke. Grünzeug für die einfache Schiene. Und schon wieder habe ich mit der Autopick-Variante Blödsinn gemacht. Das war nicht meine Absicht. Aber egal. Autopick und ich sind heute keine Freunde. Stattdessen singe ich hier unmelodisch rum. Windows ist ein U-Boot. Kaum macht man ein Fenster auf, gehen die Probleme los. Ah! Ah! Er trifft meinen Humor sehr. Er ist null beleidigend. Und er ist sehr, sehr real-life-basiert. Wusstet ihr, dass Leute, die schwarzen Humor mögen, verstehen, durchschnittlich intelligenter sind? Wusstest du, dass allgemeine Fakten, die sagen, wusstest du schon aus dem Internet, häufig pandering sind? Der war gut, Olivo Stein. Finde ich auch. Kriegst einen Keks. Der war sehr gut. Tatsächlich gibt es eine Studie, die sagt, dass bestimmte Arten von Humor nicht explizit Schwarzer besonders Intelligenz voraussetzt. Da ging es aber eher um so Hintergrunddinge wie Kreativität und die Möglichkeit, überhaupt einen Witz zu verstehen. Also insofern kontextbasiertes Wissen in kreativen Anwendungen. Beachtet nun, faule Zeichner, live und in Farbe. Tada, Faulheit. Mein Humor ist so schwarz, der fängt gleich an, Baumwolle zu pflücken. Der wiederum ist einfach nur alt. Was steht auf dem Grabstein eines Mathelehrers? Damit hat er nicht gerechnet. Fairness halber, ich wäre sehr beeindruckt, wenn er damit gerechnet hat. Das ist mir ein bisschen zu grob. Dich mache ich mal kleiner. Duplicate Layer. Transform Layer. Wir erinnern uns, wir sind heute bei Faule Zeichner, live von den Farben. Wo habe ich dich eigentlich hingepackt? Da.
Licht muss ich aber definitiv noch ein bisschen dunkler machen. Wurmsart. Was ist der Unterschied zwischen Klatsch, ah, und ah, Klatsch? Antwort: Ein Sturz auf den, aus dem ersten und einer aus dem 10. Stock. Hey, schmerzhaft. Das waren die letzten Worte des Sportlehrers. Alle Speere zu mir! Ja, es war tragisch und vorhersehbar. Was macht ein Mathematiker beim Skifahren? Er rechnet mit Brüchen. Ah! Ist Programmierer. Wir haben es mit dem Vollsinn perfektioniert. Ich fand auch mal sehr beeindruckend, da gab es so einen Artikel von einem Mitarbeiter, der einfach für alles Mögliche sich Antworten weggescriptet hat, damit er so wenig wie irgendwie möglich machen muss. Inklusive so Sachen wie, dass er eine geskriptete Möglichkeit hatte, wenn er sozusagen irgendwie später nach Hause kommen würde. Wenn er noch zu der und der Uhrzeit eingeloggt ist im System, hat es automatisch eine Mail an seine Frau geschickt und all solcher Blödsinn. Sehr beeindruckend. Okay, es sind nur Sachen runtergerutscht. Aber ich war sehr irritiert. Ja, die Story habe ich auch gesehen. Ja. Die Skripte werden wohl teilweise noch in der Firma eingesetzt. Ja, warum auch nicht? Er hat sie in seiner Arbeitszeit erstellt. Dann hat die Firma, je nach Arbeitsvertrag, meistens sogar ein Anrecht darauf. Und warum nicht, wenn es einfach gut ist? Aber auch so ein klarer Fall aus der Kategorie intelligentes Faulsein. So erwischt man uns Zeichner. Wir sind auch in Wirklichkeit voll und kopieren alles wirklich hin und her. Safe. Ich habe erfolgreich die Uni abgeschlossen. Günther, 52, Hausmeister. Ja, der ist wieder gut. Ja, Programmierer sind faul. Sie strengen sich nur an, damit sie Dinge automatisieren. Ja, warum auch nicht? Ist kein der Wehrjob. Rodronia, eventuell brauche ich dein Gehirn gleich mal kurz. Ich finde, du brauchst eine Kaffeepause. Alles klar, dann werde ich die mir wahrscheinlich gleich leisten. Bin gerade sogar dabei, Zeug für mein Privatprojekt zu automatisieren. Sehr, sehr gut. Ich spreche aus eigener Erfahrung. 10 von 10 für die IT in dieser Runde. Nein! Wieder falsch.
Nein. Was hat man davon, wenn man alte Bilder neu auflegen will? Man flucht. Das war so eigentlich keine Absicht. Ups. Dann so. Ich habe ein Geräusch von WhatsApp gehört. Programme verlangen meine Aufmerksamkeit. Dammit. So. Kauf 10 Eier. Wenn es Milch gibt, kauf 2. Habe 2 Eier gekauft. War auch wieder falsch. Mathematisch korrekt, inhaltlich nicht. Typische Probleme für Entwickler. Absatz 1. Lehrer haben immer recht. Absatz 2. Sollte sie mal nicht recht haben, tritt Absatz 1 in Kraft. Heute stieg eine Frau mit großen Brüsten in den Fahrstuhl und sagte, dass sie die 2 drücken soll. War wohl ein Missverständnis. Eine Frage des Fokus, mein werter Stein. Ich fürchte, deiner war etwas zu eindeutig. Wurmsart. Bitte, Herr Doktor. Bringen Sie mich nur hin. Ins Leichenhaus? Aber ich bin doch gar nicht tot. Und wir sind noch gar nicht da. Entschuldigung. Ich hätte den letzten Satz mit der Stimme des Arztes vorlesen müssen. Und wir sind noch gar nicht da. Love. Mit Josefka und dem Arzt. Oh mein Gott, ja. Ihr würdet... Habt ihr das gesagt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich würde schwören, das ist etwas, was ihr im Labor so gemacht habt. Oha, das war von dir. Ja, es tut mir leid für alle Menschen, die genauso irritiert waren, wie ich es jedes Mal bin, wenn ich es in meinem Stream höre. Aber schön, dass ihr genauso leicht zu irritieren seid wie ich. Ich war nicht irritiert, meins ist stumm. 1:0 für Cuba. Klugheit. 8 Zuschauer und nur 4 Likes, da geht noch was. Prozent 5. Was? PS, hört auf kluge Menschen wie den Stein. Sagt im Internet, dass ich cooler bin, als ich aussehe. Oder klinge. Oder bin. So funktioniert das, oder? Ja, bestimmt.
Nein. Sieht doch besser aus. Jo. Genügend Grünzeug für jetzt. Jetzt muss ich den fiesen Part machen. Schränke. Denn wir erinnern uns. Blink. Diese Schönheit hier ist das Original, auf dem ich hier gerade basierend arbeite. Für noch mehr Malaction solltet ihr Ronja bei Patreon unterstützen. Malaction. Oh Gott. Ja. Absolut. Ich gerade auf meiner absoluten Höhe stimme dem Stein zu, denn er hat recht. Und abonniert ihren Kanal. Ja, das ist tatsächlich sehr hilfreich, weil dann wird euch auch angezeigt, wenn ich den nächsten Stream ankündige. Manchmal bin ich sneaky und vergesse das an anderen Orten zu machen und dann versucht zumindest das YouTube euch meistens zu informieren. Das ist durchaus praktisch. So mache ich das halt auch mit anderen YouTubern, denen ich folge. Wenn ich sie noch mehr unterstütze, muss sie wohl als Haus- und Hofmalerin Zeichnerin anstellen. Da wird aber wohl meine Frau was gegen haben. Oh, kommt drauf an, wie viel hat sie davon? Aber nein, es ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, das finanziell zu stemmen. Und immer informiert zu werden, solltet ihr Ronjas Glocke drücken. Hey, Glocke. Hohl. Oder Ho. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da steht, aber steht definitiv etwas. So, beachtet nun die Faulheit eines Zeichners. Ich kann leider nicht so viel skripten wie ein Informatiker, aber man macht sich das Leben so leicht, wie man kriegt. Denn das Leben ist hart genug. Wow, habe ich damals gerade sauber gearbeitet. Wunderschön. Ich könnte jetzt natürlich auch hingehen und das Ganze versuchen, richtig ordentlich zu ziehen. Es gibt aber schlichtweg keinen Grund dafür. Womit ich halt meine, ich denke nicht, dass das Bild besser dadurch wird, dass ich es in irgendeiner Form mit mehr Details spicke. Hearts of Iron 4. Ja, ist es. Nein, ich bin dumm. Ich muss das auf der richtigen Ebene machen. So war es aber auch. Jo. Komm, put. Du musst da schon runter. Komm, her, Leo. Brav. Blink. Natürlich einige Bücher jetzt.
Ja, komm, der eine Baukasten da stört mich doch zu sehr. Zu ungleichmäßig. Das könnte ich auch effizienter machen. Ja. Das hat nichts mit Saubermachen zu tun. Regale haben durchaus auch Böden, die unterschiedlichen Höhen. Ja. Aber das hier ist definitiv ein bisschen zu unregelmäßig, da die anderen recht gleichmäßig sind. Jedenfalls stört es mich und das ist alles, was hierbei wichtig ist. Ich suchte gerade CK2. Ja. Aber bei CK2 und EO4 mir mein sächsisches Großreich Kaiserreich aufgebaut. Warte gerade auf ein Update für die Spiele-Converter zu WIG2. Habt mich verloren mit Online-Gaming. Ich fürchte, zum Online-Gamen werde ich auch noch eine ganze Weile nicht die Zeit haben, mit so einem Hobby anzufangen. Nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Yes, yes, du. Crusader Kings 2 und Europa Universalis 2, Victoria 2. Alles Strategiespiele. Hm. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht mal merken können, weil ich selber nicht spiele. Aber Fairness halbe, ich spiele halt, glaube ich, 3-4 Spiele. Die meisten Spiele, die ich spiele, sind meistens irgendwelche von Click Adventure, weil mit denen werde ich dann irgendwann auch fertig. Und sie sind hübsch. Ich mag hübsche Spiele. Schockierend, ein Zeichner, der hübsche Spiele mag. Tja, ja, auch ich kann klischeehaft sein.
sehr wunderschöne Sound von WhatsApp. Glaube ich, guck mal, dass ich es gleich im Hintergrund wieder ausmache. Jetzt bringe ich hier noch Leute in Verwirrung. Bis auf die Menschen, die ja klug sind und sich das einfach ausmachen. Euch nicht, ihr seid nicht zu verwirren. Die Spiele von Paradox sind alle recht zeitintensiv, ähnlich wie Civilization. Ja, yep, definitiv not gonna play. Wenn es etwas gibt, was mit dem Grinden als Zeichner vergleichbar ist, dann ist es sowas hier. Meditative, ruhige Wiederholungstätigkeiten. Sie können auch Spaß machen, aber ich bin gerade an dem Punkt, an dem ich mir denke, so, boah, ich weiß, wie ich das hier fertig mache. Kannst du hier einfach fertig werden? Ich will das hier nicht direkt machen. Könnte sich doch selber machen. Oder sowas. Zu hell. Ich glaube, ich werde dann auch gleich mal das Rümpchen fragen, ob sie noch meine geistige Hilfe braucht. Und notfalls dann meine kleine Kaffeepause einlegen. Um neue Energie das nächste Level hoffentlich dann weitermachen. Und hier mit dem Bild noch fertig werden. Erinnert ihr euch an das Rippers Bild, diese Hochzeitsszene, die ihr gesehen habt? Falls ja, die Option besteht auch, dass ich damit hier nach weitermache, ist aber für mich tatsächlich gesprungen, wäre eher die Frage, was euch davon mehr interessiert.
Uns kriegt ihr einfach, sobald der Stream wieder aufgemacht wird, seid ihr dann vor die Wahl gestellt, was ihr lieber hättet. Noch zu bunt. Das geht. Ja, Fleißarbeit, Fleißarbeit. Ja, einmal kurz. Ich muss euch verlassen. Mein Wurm verlangt mich. Okay, das hat sie so nicht gesagt. Das ist eher eine sehr, sehr optimistische Interpretation ihrer Lage meinerseits. Aber es fühlt sich viel schöner in meinem Kopf so an. If you understand what I mean und so. Ich möchte mich gewollt fühlen, okay? Scheint wohl sogar einen Konverter bereits zu geben aus der Community. Ich finde es immer wieder sehr beeindruckend, wie schnell ein paar technisch affine Fans für viele solcher Produkte echt krasses Material raushauen. Ich meine, okay, ich mache ja selber auch das eine oder andere, wenn ich mal in einem Fandom drin lande, dann bin ich auch gerne jemand, der innerhalb des Fandoms mal hier und da was nettes beisteuert an Fanart, aber ich finde einfach sowas wie, ja, wir haben jetzt irgendwie noch dafür Sachen programmiert, die echt im Prinzip mit dem Original-Content mithalten können, das finde ich immer sehr beeindruckend. Vielleicht ist da auch ein Stück weit mein Nichtwissen darüber, wie man sowas in ein Spiel weiter reinprogrammiert etc. vorhanden, dass das noch diese Leute noch beeindruckender wirken lässt. Weil ich glaube immer noch, dass sie sehr, sehr beeindruckend sind. Seien wir ehrlich, wir haben das Ronja-Zeichen mit dem übergroßen Scheinwerfer in den Himmel gestrahlt. Ja. Du hast einfach keine Lust, weiter Bücher zu malen. Ja, das ist richtig, aber ich werde einfach, während ich mit dem Wurm rede, weiter Bücher malen. Es ist halt nur nicht beeindruckend. Aber ich möchte dieses Bild fertig haben. Ich habe mir jetzt vorgenommen, so ein Draw-Again endlich mal wieder zu machen. Habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich hatte das schon echt jetzt, keine Ahnung mehr, fast so 3, 4 Monate vor, dass ich gesagt habe, ach komm, ich könnte auch sowas mal wieder machen. Dann habe ich mich natürlich gedrückt. As one does. Und ja, ich freue mich schon, wenn ich mit diesem Part fertig bin. So sehr. Aber es wird ja langsam. Gut, dann stoppe ich jetzt einmal die Aufnahme. Ich kann noch nicht sagen, wie lange es dauert. Ich schätze jetzt erstmal eine halbe Stunde ein. Ich komme wieder. Vielleicht mit Wurm. Sehen wir dann gleich. Bis später.